Das Studio 47 Wochenupdate. Ganz herzlich willkommen. Wir haben für Sie die Themen der Stadt in 5 Minuten. In dieser Woche stand natürlich ein besonderer Besuch im Fokus, royaler Besuch aus den Niederlanden. Aber den gab es aus gutem Grund. Thematisch ging es um das Top-Thema Nummer 1 in Duisburg, nämlich Wasserstoff. Großes Aufgebot für den royalen Besuch aus den Niederlanden. König Willem Alexander macht bei seiner Tour durch NRW Halt beim Zentrum für Brennstoffzellentechnik in Duisburg. Bei seinem Besuch dreht sich nämlich alles ums Thema Wasserstoff. In der Wasserstoffhauptstadt Duisburg ist er deshalb genau richtig. Zusammen mit NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst möchte er ein Zeichen setzen für eine gemeinsame Zukunft. Ja, ich möchte heute Ihnen herzlich danken, dass Sie da sind und so viel Interesse haben in diesem unglaublich wichtigen Thema. Thema sehr wichtig für die Niederlande und auch für Nordrhein-Westfalen. Und wir können es einfach nicht ohne einander. Bei der gemeinsamen Wasserstofftour stehen vor allem Infrastruktur und Forschung im Vordergrund. Zwei Voraussetzungen für eine Zukunft mit grünem Wasserstoff. Duisburg bleibt sozial. Das ist die Forderung dieser Woche gewesen. Und zwar von den Wohlfahrtsverbänden hier in unserer Stadt. Die haben große finanzielle Sorgen und warnen vor Sozialabbau. Und das mit Nachdruck. AWO, Caritas, Rotes Kreuz, Diakonie, jüdische Gemeinde und der Paritätische in Duisburg schauen voller Sorge in die Zukunft. Es herrscht Alarmstufe Rot in der Duisburger Sozialinfrastruktur. Wir haben große Sorge für diverse soziale Bereiche. Wir sind gerade dabei in den Gesprächen, was die Schulsozialarbeit betrifft. Da ist ja schon der erste, haben sich ja auch schon Träger zurückziehen müssen aus der Arbeit, weil es einfach nicht mehr finanzierbar ist. Aber das ist nur ein Beispiel von mehreren. Wir Blick auf die Schuldnerberatung, mit Blick auf die Familienhilfe, auch mit Blick auf die Kitas. Wir können eigentlich hinschauen, wo wir wollen. Darum will die AG der Freien Wohlfahrtspflege jetzt Druck machen. Auf Bund, Land und Stadt. Mit einer Kundgebung in der kommenden Woche. Finanzielle Sorgen haben auch die Sportvereine in unserer Stadt. Hier und da kann man sich noch nicht mal einen vernünftigen Sportplatz leisten. Wie gut, dass es Stadt und Sparkasse gibt. Die helfen in der Not und da genügt angeblich nur ein Anruf. Wer hier im November Fußball spielt, muss den Sport wirklich lieben. Denn auf matschiger Asche hält sich der Spaß in Grenzen. Winfried Lavrenz und Abteilungsleiter Heinz Wilden wünschen sich deshalb schon lange einen Kunstrasen. Sie stecken ihr ganzes Herzblut in diesen Verein. Unter diesen Umständen ein Kraftakt. Kunstrasen ist heute, sagen wir, der Spielbelag, der, ich sag mal, von den Spielern gern benutzt wird. Sauberkeit, Verletzung und. Und wenn man sieht, dass wir hier auf Asche spielen und die Kinder oder auch die Erwachsenen, die Seniorenmannschaften, die Spieler, die gehen woanders hin. Die Kosten für einen Kunstrasen würden etwa 1 Million Euro betragen. Ein Wunschtraum für Winfried Lavrenz. Bis vor wenigen Tagen der Oberbürgermeister anrief und genau so eine Geldspende anbot. Nicht weniger als 7 Vereine aus 7 Bezirken hat Sören Link und später auch die Sparkasse angerufen. Denn die stellt die Spendensumme von 7,5 Millionen Euro bereit. Der Sport hat bei der Sparkasse schon lange einen hohen Stellenwert. Eine Spendenaktion in der Höhe hat es aber noch in keinem Bereich gegeben. Auch noch nie gegeben hat es die Weihnachtsdeko in der Duisburger Innenstadt. Passend zum Weihnachtsmarkt wurde sie in diesem Jahr mal ausgewechselt. Weg von den blauen Tannen hin zu leuchtenden Sternen. Wir waren kurz vor der Eröffnung in der Duisburger Innenstadt unterwegs. Die letzte Eisschicht fehlt noch. Danach geht es auf der Eisbahn wieder rund. Damit feiert sie ihr Comeback nach der Pause letztes Jahr. Vieles ist beim Duisburger Weihnachtsmarkt also wieder beim Alten. Alles bis auf eines. Die ikonischen blauen Tannen haben Platz gemacht für ihre offiziellen Nachfolger. Ja, die blauen Bäume sind weg und jetzt Sterne sehe ich gerade. Schön, finde ich gut. Manche vermissen die blauen Bäume, aber ich nicht. Ich finde das eigentlich schade. Ich fand die mal schön. Ja, ich nicht so, aber ich finde blaue Tannen finde ich nicht in Ordnung. Das ist unnatürlich. Viele Tränen gibt es wegen der blauen Tannen also nicht. Hauptsache, der Weihnachtsmarkt macht wie jedes Jahr Spaß, zumindest den meisten. Die Vorfreude steigt. In 2 Tagen hält die Weihnachtsstimmung Einzug in Duisburg. Und das war's schon wieder mit dem Studio 47 Wochenupdate. Aber wir haben noch so viel mehr. Weitere News und Geschichten unter studio47.de oder in unserem TV-Programm 24 Stunden aus der Region. Machen Sie es gut. Tschüss aus Kastafeld.